Hallo, mein Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr erkennen könnt, möchte ich jetzt den Monatsabschluss fahren für den April 2024. Und wenn ihr neugierig seid, ob ich alles richtig geplant und richtig gewirtschaftet habe in April, dann bleibt einfach gerne dran. So. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Pina, die Finanzpina. Wir sind ein Drei-Mann-Haushalt, mein Mann, meine Tochter und ich. Und ich hatte mit euch mein Budget für den April geplant. Alle, die das noch nicht gesehen haben, sollten und erst jetzt neu dazustoßen. Ich habe definitiv für den April auch eine Playlist erstellt. Da könnt ihr gerne reinschalten. Ich wollte euch gerne nochmal erinnern, dass das Gewinnspiel für die 1000 bis 5000 Abonnenten noch läuft bis zum 8. Mai. Und ich werde euch das gerne hier oben nochmal verlinken. Ihr könnt gerne tatkräftig mitmachen. Noch ist es ja up to date, noch seid ihr im Rennen, kann man so sagen. Und ich werde tatsächlich mit euch dann im Cash-Stuffing das verlosen. Cash-Stuffing läuft ja meistens nicht so lange. Und da werde ich tatsächlich die Lose ziehen. Und da werde ich dann bekannt geben, wer gewonnen hat und das gemeinsam mit euch machen. Genau. Macht es euch gemütlich. Ich habe mir tatsächlich hier so eine kleine Fanta Exotic geholt. Da habe ich irgendwie Lust zu. Gerade zum Sommer hin mögen ja gerne mal andere Getränke. Wie gesagt, alles unbezahlte Werbung. Ich nehme kräftig einen Schluck. Macht es euch bequem. Und dann würde ich sagen, starten wir. Vergisst nicht immer zu trinken. Und das ist nämlich relativ wichtig. Zwar nicht unbedingt was Süßes, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich denke mal, wir starten tatsächlich mit dem Monatsabschluss. Da wir ein paar Sachen beachten müssen, gehe ich einmal kurz mit euch durch. Der Abschluss ist für mich ja hier unten noch relevant. Wir hatten tatsächlich unsere Einnahmen Anfang des Monats komplett berechnet und ich hatte die Summe hier schon dazu addiert. Was hier jetzt wichtig ist, das können wir nämlich leider immer nur machen, wenn der Monat vorüber ist, sozusagen die extra Einnahmen, die wir hatten. Und die werde ich mit euch einmal kurz durchgehen. Ich werde tatsächlich hier die komplette Summe, ich hatte das schon mal irgendwann gesagt, dass ich hier die komplette Summe gerne nehme, auch wenn ich sie noch nicht komplett verstopft habe. Das können wir dann auch gemeinsam machen. Aber ich trage tatsächlich diese Summe hier jetzt ein, 1 zu 1. Das waren tatsächlich diesen Monat 319,78 Euro. Und dann verändert sich jetzt hier diese Summe. Das heißt im Endeffekt, wir müssen jetzt von diesen 5.000 523,47 diese 319 78 dazu addieren und dann haben wir ein gesamtes Budget im Mai von, ich nehme jetzt einfach mal einen anderen Stift, so, habe irgendwie keine Lust, diesen Pünnüppel hier andauernd abzumachen, so, von 5.843,25 €. Tatsächlich brauchen wir diese Summe jetzt, weil wir jetzt den Abschluss fahren und da versuche ich euch so gut es geht mitzunehmen und was ich genau mache. Ich habe natürlich wieder Vorarbeit geleistet, aber nichtsdestotrotz nehme ich euch mit, damit ihr versteht, wie ich meinen Abschluss fahre. Genau, das heißt, hier ist mein Gesamtbudget in diesem Monat von 5.843,25 €. Das sind unsere tatsächliche Einnahmen und Ausgaben. Ihr könnt genau sehen, Gehalt von meinem Mann, Gehalt von mir, Kindergeld, der Anteil meiner Tochter und die zusätzlichen Einnahmen, die wir diesen Monat gehabt haben. Hier drunter mache ich nochmal ein Sternchen für mich als Erinnerung, weil da gehe ich nochmal ein bisschen spezifischer drauf ein. Und jetzt müssen wir uns tatsächlich angucken, was wir für Ausgaben in diesem Monat hatten und ob wir alles richtig berechnet haben. So, nachdem wir natürlich die Einnahmen gemacht haben, schauen wir uns jetzt einfach mal die Fixkosten an, weil die müssen wir tatsächlich von dieser Summe, die ja sozusagen für uns ja brutto ist, also eigentlich ist das eine Nettoeinnahme, die wir ja haben bei einer Hand, aber wir müssen ja eben halt noch berechnen, dass wir dementsprechend ja auch noch Abzüge haben, die wichtig sind. Genau. Und das sind die monatlichen Fixkosten in diesem Fall, die bei mir natürlich mit den unregelmäßigen Fixkosten hier mit drin sind. Die sind hier bei mir mit SF1, die sind hier auch schon drin. Da haben wir ja in der Step-by-Step-Reihe sind wir ja durchgegangen. Und das waren tatsächlich 1 zu 1 mit der geplanten Summe ist die konform gegangen, weil ich immer kontrolliere auf dem Konto, ob alles natürlich konstant gleich geblieben ist. Und das waren tatsächlich 2.634,90 €, die wir jetzt von dieser Summe noch abziehen müssen.
damit mir da folgen kann. Das heißt, ich ziehe jetzt diese Summe hier ab. Ich schreibe die erstmal auf. 2634,90 €. So, die müssen wir hier natürlich runteraddieren und das machen wir auch schon mal. Dann haben wir einen Bestand von 3208,35 €. Und jetzt ist es relevant, dass wir uns tatsächlich auch nochmal die variablen Kosten anschauen, und zwar die Ausgaben, die wir tatsächlich hatten. Wir haben im Wochenabschluss 4 das ja gemeinsam schon gemacht. Ich kann einmal den Wochenabschluss einmal rausholen. Jupp. Genau, das ist der Wochenabschluss 4. Da sind wir gemeinsam tatsächlich durchgegangen. Ich versuche euch mal ein bisschen mitzunehmen. Ich habe tatsächlich jetzt den Endbestand hier. Ich sollte auch die richtige Seite aufschlagen, ne, Pinchen? Ich war schon irritiert, wieso das nicht hinhaut. So, da ist sie. Wochenabschluss 4. Blümchen ein bisschen weiter hoch. So, und ich habe sie tatsächlich 1:1, das sind unsere Restbestände, hier schon mal übertragen. Und jetzt ist tatsächlich wichtig, was für Ausgaben wir hatten. So, weil diese Summe, die hier unten dann entsteht, wir können natürlich auch noch dann das berechnen, ob das aufgeht. Aber ich habe das tatsächlich schon konsoliert. Die Konsolrechnung hier unten ist, steht, geht überein. Aber wir brauchen jetzt natürlich die Ausgaben, die wir tatsächlich hatten. Das war die Summe, die wir geplant haben. Das war die Summe, die wir jetzt tatsächlich ausgegeben haben. Und das ist dann unser Restbestand. Und da könnt ihr sehen, 244,80 €. Ich habe das einfach vom Wochenabschluss übertragen. Und deswegen mag ich gerne verschiedene Bücher, weil ich dann einfach ganz einfach das abschreiben kann. Genau, dann gehen wir da jetzt einfach mal rüber und schauen uns mal an, was wir für Ausgaben hatten. Auch da habe ich ein bisschen Vorarbeit geleistet, damit es nicht ganz so lange dauert. Wir hatten einen Bestand bei den Lebensmitteln von 650 €. Wir haben einen Restbestand von 35. Ihr wisst, im Wochenabschluss 4 nehme ich nicht nur Geld hier raus. Also es sind nicht nur die reinen tatsächlichen Ausgaben, die wir hatten, sondern teilweise auch Sparerfolge, wo wir etwas angespart haben. In diesem Fall tatsächlich nur bei meinem Mann und bei mir und alles andere nicht diesmal. Genau, aber wir hatten Ausgaben hier von 615 € bei den Lebensmitteln. In Drogerie am Bestand von 50 und 10 nehmen wir es rüber. Das heißt, wir hatten hier 40 €. Bei Tabak hatten wir einen Bestand von 230. 10 sind tatsächlich übrig geblieben. Das heißt, wir haben in April 220 € ausgegeben. Bei den Katzen hatten wir einen Bestand von 55. 10 nehmen wir es rüber. Das heißt, hier waren 45 € Ausgaben. Bei Tickets genauso, Bestand 30, 24, 80 bleiben über. Das heißt, 5,20 € hatten wir Ausgaben. Ich glaube, so wenig hatten wir echt noch nie. In Haushalt hatten wir einen Bestand von 20, 10 habe ich rübergenommen. Und wir hatten demzufolge 10 € Ausgaben. In Freizeit hatte ich einen Bestand von 100, 25 nehmen wir mit rüber. Das heißt, wir hatten da 75 € Ausgaben. In Gesundheit hatten wir... Ich lasse das jetzt einfach mal außen vor. 10 € Ausgaben. Genau, 20 nehmen wir mit rüber. Beim Tanken hatten wir Ausgaben von 115 €. 35 nehmen wir rüber. In Nägel die kompletten 45. 0 im Bestand natürlich dann. 80 bei meinem Mann, obwohl er da eigentlich 70, nur 10 ausgegeben hat und 70 gespart hat. Ein Bestand von 0. Bei mir... hatten wir die kompletten 80 auch rausgenommen, haben wir hier auch einen Bestand von 0. Bei Extras hatten wir Ausgaben von 15, ne, 15 und 15 machen ja 30 und in der Reserve tatsächlich gar nichts. Das heißt, wir hatten eine komplette Ausgabe von 1.355,20 €, und man sieht jetzt schon, wenn ich die 244,80 € dazu addieren würde, dann wären wir auch bei 1.600 €. Und diese Summe tatsächlich brauche ich jetzt im Abschluss. Ich muss einmal kurz wieder zurückblättern. Und zwar die variablen Kosten in den Ausgaben hatten wir also 1.355,20 €. Und diese ziehe ich jetzt tatsächlich hier auch einmal ab. Vom Restbestand vorhin. So, dann sind wir jetzt bei 1853,15 €. Und tatsächlich müssen wir jetzt etwas plus rechnen, weil wir haben einen Restbestand vom Vormonat noch gehabt.
weil das ist ja auch relevant, das ist tatsächlich in den variablen Kosten das. Genau der gleiche Übertrag, den ich jetzt mitnehme für den Mai, habe ich das ja im Vormonat ja genauso gehabt. Und diesen Restbetrag muss ich jetzt natürlich plus rechnen. Das waren in diesem Fall 197,60 Euro. Das schreibe ich hier auch einmal auf. Voilà. Die rechne ich jetzt zur Summe dazu. Man kann das auch anders handhaben, so ist es nicht. Ich glaube, ich habe das tatsächlich im letzten Monatsabschluss mit euch schon beredet. Also da könnt ihr sonst gerne euch den letzten Monatsabschluss anschauen und dann wisst ihr eventuell, was ich gemeint habe. Genau, das kann ich euch sonst zur Not auch gerne hier oben einmal verlinken, wenn ihr da einmal reinschalten wollt. Genau, dann schauen wir uns auch schon die nächste Kategorie hier an und das sind die Spartöpfe ohne fixe Spartöpfe. Beträge. Ihr wisst, dass ich in den Fixkosten fixe Sparbeträge habe. Das sind einmal diese hier, fixe Spartöpfe, 250 Euro. Das ist nur eine Erinnerung für mich. 170 wollte ich, eigentlich kann ich das umändern, weil ich das tatsächlich nicht gemacht habe. Ich wollte für den Notgroschen sparen, habe ich nicht gemacht. Also brauchen wir da eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Das heißt, die Summe bleibt hier gleich. Habe ich ja nicht so gemacht. Das heißt, einmal 250 Euro fixe Spartöpfe und dann habe ich einmal 60, die fix sind. Und genau, die spiegeln sich hier auch über einmal. Das ist alles, was rot markiert ist, ist sozusagen das, was hier schon in den Fixkosten in den monatlichen schon berechnet worden ist. Das heißt, ich möchte tatsächlich jetzt wissen, was ich für einen Bestand hatte, Anfang des Monats, also was für Geld, wie viel Geld ich verstopft habe sozusagen, ohne diese fixen Sparbeträge in meinen Spartöpfen. Ich hoffe, ihr könnt mir da soweit folgen. Und das heißt eigentlich im Endeffekt, ich muss nur diese 1549,13 Euro minus diese 250 Euro einmal abziehen, die diese hier wären. Und dieses und diese 60 Euro sind hier auch einmal noch drin. Und dann würde ich bei 1449,13 Euro minus diese zusammen 310 Euro sozusagen auf eine Summe von 1239,13 Euro kommen. Und das ist tatsächlich in meinem Abschluss relevant, weil diese muss ich jetzt auch einmal abziehen, weil die steht uns ja auch nicht mehr zur Verfügung. Das ist das, was ich ja von meinem Bestand genommen habe und gleich Anfang des Monats in die Spartöpfe gepackt habe, wenn ihr mir da folgen könnt. Und das ist eine Summe, die mir auch nicht mehr zur Verfügung steht und die muss ich jetzt tatsächlich hier auch einmal abziehen. Und dann sind wir jetzt schon bei 811,62 Euro. So, packen wir einmal zur Seite. Und jetzt muss ich auch noch mal mir den Rest April anschauen in den variablen Kosten, weil das Geld steht mir ja auch nicht mehr zur Verfügung. Das habe ich ja anderweitig verplant und zwar für den Übertrag in den variablen Kosten in Mai. Und das sind 244,80 Euro. Die habe ich auch nicht mehr. Das heißt, die werde ich hier auch 1:1 einmal übertragen. Die habe ich hier vergessen. Dann ist es auch kein Wunder. 244. Ich habe mich schon gewundert, wieso mein Endbestand hier so groß war. Egal, passt schon. 244,80 Euro. Die steht mir ja auch nicht mehr zur Verfügung. Die ziehe ich einmal ab. So. Voilà, da kann man es sehen. Habe ich die jetzt abgezogen? Ja, ich glaube schon. Dann haben wir einen Bestand von 566,82 Euro. Und tatsächlich ziehe ich jetzt die Summe, die ich hier oben dazu addiert habe, hier auch wieder ab von den extra Einnahmen. Hier habe ich ja so ein Sternchen gemacht, weil normalerweise nehme ich gerne das Geld für die extra Einnahmen für die Challenges. Aber es muss nicht für die Challenges passieren. Eigentlich könnte ich hier tatsächlich nur extra Einnahmen schreiben, weil entweder verspiele ich das oder ich packe das direkt gleich in die Spartöpfe. Und tatsächlich haben wir ja diese 319,78. Ich habe sie zwar noch nicht komplett verstopft, weil im Wochenabschluss 4 haben wir gesehen, dass wir einen Teil von den Pfandeinnahmen gleich in die 52-Wochen-Challenge gepackt haben und so. Also die mir natürlich im Wochenabschluss 4 auch gefolgt sind, die wissen, was ich meine. Diese 30 Euro von der lieben Bianca, liebe Grüße an dich, sind ja gleich direkt in Katzentoys reingewandert. Und was mir noch offen steht, ist tatsächlich hier einmal
Die 65 Euro habe ich abgerundet und einmal die Autoreparatur, das heißt 265 Euro müssen wir tatsächlich noch verstopfen. Das machen wir auch gleich noch. Aber ich ziehe hier diese Summe trotzdem komplett ab, weil sie mir nicht mehr zur Verfügung steht. Irgendetwas habe ich damit gemacht, ob das verspielt ist oder in die Töpfe packen. Die sind weg, also die sind verplant und die habe ich nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, ich ziehe jetzt diese 319,78 Euro auch nochmal ab. So. Und dann kann man sehen, habe ich einen Restbestand von 247,04 Euro. Und ich habe mir von diesem Budget am Anfang ja auch noch 200 Euro genommen, womit ich ja gespielt habe. Und das Geld steht mir ja auch nicht mehr zur Verfügung. Das haben wir ja schon verplant. Und das heißt, ich muss hier die 200 auch nochmal abziehen. Und wie ihr sehen könnt, gehe ich in den April mit einem Plus raus. Und das sind tatsächlich 47,04 Euro. Und damit bin ich komplett zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Somit ist mein Abschluss eigentlich in diesem Fall erledigt. Aber ich habe ja noch hier ein paar Sachen, die ich noch up to date bringe möchte, und dann nehme ich euch mal komplett mit, damit ihr auch versteht, dass wie meine Tabellen hier eigentlich im Endeffekt funktionieren. Und ich möchte ja natürlich immer hier alles ordentlich haben. Da ist so ein innerer Monk. Also Fixkosten, variablen Kosten ist alles erledigt. Ich nehme euch jetzt tatsächlich mit zu den Spartöpfen bar, weil das ist tatsächlich eine Tabelle, die mich immer fasziniert, weil ich gerne wissen möchte, was für einen Bestand ich habe. Ich kann sehen, mit welchem Bestand ich gestartet bin und mit welchem Endbestand ich das verlassen habe. Ihr könnt sehen, dass ich hier, wir haben hier irgendwann das Spielgeld genommen und es rein verstopft. Hier sind noch einmal die 30 Euro von der lieben Bianca. Ich werde diese Summe jetzt aber einmal zusammenrechnen. Das heißt, das hatte ich ja erstmal für euch gemacht. Das heißt, hier verändert sich das einfach jetzt auf einer 6, weil das ist diesen Monat reingewandert. So, dann stimmt das auch. Was ich jetzt natürlich immer noch mache, ist, da kann ich euch auch einmal nehmen. Deswegen finde ich einfach meine Wochenausgaben so wichtig. Deswegen ist das auch mein Hauptbudget. Hier vom ganzen Monat kann man eigentlich herausfiltern, was passiert ist. In zusammengepackter Version sozusagen. Gut, dafür brauche ich jetzt aber einmal meine Spartöpfe, damit wir hier einmal durchgehen können. Ich hatte in den Spartopfausgaben ja nur 4 Posten, einen Gesamtwert von 84,87 Euro. Ich habe sie auch übertragen, aber bei den Katzentoys hatten wir einmal Ausgabe von 8,35 Euro. Da haben wir eine neue Pumpe geholt für unseren Brunnen, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich. Dann bei Kleidung hatten wir nochmal eine Ausgabe, die ist tatsächlich bei uns jetzt auf dem Konto, habe ich auch schon eingetragen. Das waren 12,99 €, da habe ich mir so ein Jäckchen auf Arbeit gekauft. Und dann habe ich hier noch einmal auf Arbeit, da man auf Schulung war, noch einmal eine Ausgabe gehabt. Ich habe sie aber schon ausgeglichen wieder mit den Spartöpfen, also mit dem Spielgeld. Da habt ihr auch meine Shorts und alles gesehen und habt mir auch schon mal drüber geredet. Genau, und das habe ich auch einmal eingetragen, aber die Ausgabe, die ich also das, was ich neu verstopft habe und natürlich die Ausgabe, die rausgegangen war im Laufe des Monats. Und beim Friseur hatten wir auch einmal eine Ausgabe von 37,80 Euro und das habe ich tatsächlich hier auch schon eingetragen. Das heißt, im Endeffekt können wir jetzt einmal die Tabelle hier aktuell halten und das möchte ich gerne einmal machen. Dann habt ihr es einmal gesehen. Genau. Ich glaube, das Buch brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Ich möchte gerne einmal kurz mit euch die Summen durchgehen und dann werde ich im Schnelldurchlauf für mich alleine, also ihr werdet dann den Endbestand sozusagen sehen. ne, Moment mal. Ich möchte ja eigentlich auch noch mit euch die restlichen 265 Euro verstopfen. Ich habe mir nämlich dabei was gedacht. Und zwar möchte ich gerne diese 265 Euro einmal in Angelina verstopfen. Das könnt ihr nämlich auch noch mal machen. Und zwar möchte ich da gerne die ganzen 200 noch reinpacken, damit das auch mal auf dem aktuellen Stand ist. Das ist tatsächlich jetzt nur auf dem Papier. Machen muss ich das tatsächlich noch. Und da ich ja sowieso nur einen bestimmten Bestand hier habe und das Rest ist auf dem Konto, denke ich mal, dass ich kann das einmal überprüfen, dass ich das direkt gleich auf dem Konto überweisen werde. Angelina,
610 und wir haben nämlich 400 auf dem Konto. Und ich denke, ich werde die anderen 200 einfach dann auch auf dem Konto direkt im Tagesgeldkonto transferieren. Und dann erhöhe ich hier einfach nur die Summe von 400 auf 600. Das muss ich tatsächlich noch machen. Aber ich will euch da einmal mitnehmen, damit ihr da auch auf dem aktuellen Stand seid. Genau. Das heißt, da mache ich mir ein fettes Ausrufungszeichen für mich, dass ich das dann auf Kamera sozusagen erledige, bevor ich dann natürlich mein Malbudget plane. Genau, und die anderen 65 Euro, die möchte ich gerne in Weihnachten reinpacken. Das heißt, ich erhöhe jetzt hier einfach mal den Bestand, weil 10 hatte ich tatsächlich. Habe ich denn mein Zettel noch hier liegen? Dann kann ich euch das einmal zeigen. Genau, ich hatte euch ja mal erzählt, dass ich ja eigentlich 68 Euro aus der X-Max Glamour rausgenommen hatte. Und ich hatte tatsächlich aber vergessen, dass ich diese 68 Euro 1:1 rein verstopfen wollte. Und hatte tatsächlich nur 10 Euro vom Spielgeld genommen. Also 255 Euro waren es definitiv vom Spielgeld. Aber leider nur davon 10 an Weihnachten. Und das möchte ich jetzt hiermit ein bisschen ausbessern. Und genau, habe ich mir gedacht, dass die 10, dann erhöht sich das jetzt einfach auf 65 und 10 auf 75 im Laufe des Monats. Also die komplette Summe, das ist das, was ich tatsächlich dann im kompletten Monat gemacht habe, ohne diese einzelnen Steps. Und ich mag nicht, dass ich hier gekrickelt habe. Also 75 Euro. So, und dann könnt ihr einmal mal schauen, was sich jetzt eigentlich tatsächlich hier komplett verändert hat. Und dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Was habe ich im Laufe des Monats komplett neu hier rein verstopft? Das heißt, das sind hier einmal die 200. Das ist tatsächlich in der Barkategorie passiert, und zwar 444,08 Euro. So, dann schauen wir uns noch die Plus-Kategorie hier an. Das sind tatsächlich nur 75. Das heißt, ich kann hier jetzt komplett Striche machen. Das mache ich eigentlich immer so. Und das waren hier in Summe dann 75. Und die 444,8 und die 75 macht dann in der kompletten Gesamtsumme 519,08 Euro, die ich zusätzlich noch dazu verstopft habe im Laufe des Monats. Das ist schon ein gutes Sümpchen, also muss ich schon sagen. So, die Ausgaben müssen jetzt 1:1 konform gehen mit meinen Wochenausgaben hier im Buch. Das heißt, es müssten 84,87 Euro dabei rauskommen. Das schauen wir uns auch einmal kurz an. So, das heißt hier drüben 25,73, 37,80 und die 8,35 haben wir in der Barkategorie Ausgaben gehabt von 71,88. Genau, und hier in der... Ja, das ist wieder mein Monk. Andrea würde jetzt anfangen zu lachen. Ist egal. Ich muss häufig in letzter Zeit immer an Andrea denken, wenn ich Videos sehe. Und 12,99, aber ihr geht das tatsächlich auch so, habe ich schon gehört. Das heißt 71,88 und die 12,99, die er an Ausgabe hatte, komme ich jetzt aber auf 82,88. Das heißt, ich habe mich irgendwie verrechnet. So, kann das angehen? 25,73, 37,80, 8,35, 71,88 und die 12,99 sind 84,87. Gut, das passt. Also war nur ein Tippfehler. Dann passt das. Dann komme ich hier tatsächlich auf die Summe, die ich in den Wochenabschlüssen hier auch gerechnet habe. Und ja, jetzt bin ich tatsächlich gespannt, immer auf meinen Endbestand, ob der natürlich mehr ist oder weniger ist. Und das werde ich tatsächlich jetzt einmal auf Kamera machen und dann nehme ich euch später mit zu. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich erzähle euch mal kurz, was ich eigentlich gemacht habe. Anfang des Monats haben wir natürlich einen Anfangsbestand gehabt vom Vormonat. Dann haben wir natürlich neue Sachen verstopft.
Und das ist unser Anfangsbestand sozusagen dann Anfang des Monats nach der Budgetplanung sozusagen. Das ist das, was wir dann neu verstopft haben im Laufe des Monats. Das ist das, was wir an Ausgaben hatten im Laufe des Monats. Und das ist dann jetzt sozusagen unser Endbestand, den ich jetzt gerechnet habe, weil 610 Euro plus 200 Euro macht 810 Euro, 500 Euro im Anfangsbestand plus die 25,72 vom Spielgeld, was neu dazugekommen sind, plus das, was mein Mann auf Arbeit ausgegeben hatte noch, wo er auf Schulung war, haben wir jetzt einen Endbestand wie ein Anfangsbestand, weil ich das einfach 1:1 wieder reingepackt habe. Und so kann ich sehen, hier hatten wir ja gar keine Ausgaben. Das heißt, ich nehme das 1:1 mit. Und das heißt, wir hatten jetzt sozusagen dann im Bar eine Summe jetzt von 4.032,20 Euro. Und da kann man sehen, dass es natürlich höher ist als Anfang des Monats nach dem Verstopfen. Und ja, das habe ich auf der Seite beim Konto genauso gemacht. Und das heißt, wir können jetzt eigentlich 1:1 kontrollieren, ob alles so genau aufgeht. Das heißt, wir hatten einen Anfangsbestand von 11.280 Euro. Plus das, was im Laufe des Monats noch hinzugekommen sind, das waren 519,08 Euro. So, dann hatten wir Ausgaben von 84,87 Euro. Und dann haben wir jetzt einen Übertrag in den neuen Monat von 11.714,21 Euro. Und man kann genau sehen, dass es mehr ist als Anfang des Monats. Und ich muss sagen, ich bin relativ happy mit unserem April. Es ist eigentlich sehr gut alles gelaufen. Ich bin relativ sehr zufrieden. Also ich bin nicht relativ, ich bin sehr, sehr zufrieden. Es hat alles gut funktioniert. Ja. Wir haben sehr gute Einnahmen gehabt. Wir haben gut gewirtschaftet. Ich kann eigentlich mich gar nicht beschweren. Und das heißt, ich werde jetzt tatsächlich anfangen, mich hinzusetzen, die Budgetplanung zu machen für nächsten Monat. Davor werde ich natürlich, das habe ich mir hier notiert, das jetzt nochmal gerade ziehen auf dem Konto, bevor ich jetzt die Budgetplanung für Mai mache. Also kann ich sagen, bye bye April. Das hat mir richtig Spaß gemacht, der April. Ich fand meine Gestaltung auch sehr schön und jetzt will ich mal ein bisschen starten, weil ich habe ja in ein paar Tagen Geburtstag und mein Mann möchte auch ein paar Überweisungen machen und das heißt, wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video wieder und tatsächlich mache ich jetzt gleich die Budgetplanung, aber ihr seht das als nächstes tatsächlich schon die Budgetplanung und zwar am Mittwoch, genau. Das heißt, ich drehe jetzt das Video und ihr seht tatsächlich danach auch die Budgetplanung und dazu auf das Video kommt die Gewinnspielverlosung im Cash-Stuffing. Genau, also würde ich sagen, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet alles soweit gut verstehen. Wenn Fragen sein sollten, stellt sie gerne unten in die Kommentare. Ich verabschiede den April. Ich sage, schön, dass du da warst. Und jetzt bin ich für was Neues gerne bereit. Und ich hoffe, ihr habt noch eine angenehme Restwoche. Und dann sieht man sich auch bald schon wieder. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Und bis dahin. Bye.